Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mich mal mit spanischen Fälschungen beschäftigen. Es handelt sich hier also um Figuren, wo ich eigentlich so ziemlich genau davon ausgehe, dass sie wirklich aus Spanien kommen. Also sogenannte Comic Non Toxico sind. Viele dieser Figuren, die damals in Spanien verkauft und produziert worden sind, hatten damals einen Aufkleber unter den Füßen Comic Non Toxico, was eigentlich zu Deutsch nur ungiftig bedeutet. Allerdings hat man dann diesen Begriff Comic Non Toxico als Figurengattung verwendet, um sie halt von anderen Fälschungen zu unterscheiden. Das Interessante bei den spanischen Fälschungen ist auch, dass sie qualitativ im Verhältnis zu den Fälschungen aus zum Beispiel Polen oder Tschechien doch relativ hochwertig gestaltet sind. Also im Normalfall. Das trifft auch nicht unbedingt für alle zu, aber halt ja für die meisten. So, wie wir hier schon mal sehen, ein Wanderer mit rosa Blume. Diese Figur gibt es ausgesprochen ähnlich auch von Schleich, auch wieder mit verschiedenen Varianten. Aber halt dort hatte zum einen keine rosa Blume und zum anderen ist auch der Wams etwas anders gestaltet, also mehr gelblich. Das geht ja hier mehr so ins rosa-rötliche. Hier haben wir nochmal den Jäger mit einem schwarzen Gewehr und einem gelben Vogel drauf. Das ist natürlich auch etwas abweichend von der normalen Schleichbemalung, die dann eben doch ein silbernes Gewehr vorsieht. Und das sind halt auch so die Fälschungen, die dann doch ein bisschen teurer sind, sage ich jetzt mal, die sich dann doch von der Bemalung oder von der Form von den Schleichfiguren dann absetzt. Gerade eben, wenn es dort diese spanischen Varianten sind. Hier vorne haben wir nochmal ein Gargamel mit Azrael hier an die Seite geklatscht. Das ist natürlich optisch ein bisschen unglücklich gewählt. Also, ich finde, die ist doch etwas grob, die ganze Geschichte. Allerdings soll diese Figur wohl auch aus Spanien kommen. In der Regel bevorzuge ich es eigentlich, meine spanischen Fälschungen direkt aus Spanien für mich einzuführen. Also so, dass man halt keine Zwischenhändler hat. Insbesondere da ja nun auch in Deutschland das, ich sag mal, das Fachwissen nicht unbedingt so vorhanden ist. Und zumindest bei den spanischen Figuren, die du direkt in Spanien kaufst, auch davon ausgehen kannst, dass sie da wirklich herkommen und nicht irgendwie schon mal um einen halben Erdball geflogen sind. Das Negative ist natürlich, dass diese Figuren relativ empfindlich sind. Man sieht es ja jetzt auch der American Football Schlumpf, der hier auch in dieser Variante auch ein gelbes T-Shirt und eine rote Hose hat. Was es halt so in der Normalversion auch gar nicht so gibt von Schleich. Hier haben wir die nächste Runde. Einmal ein Papa-Schlumpf als Weihnachtsmann. Den finde ich sogar optisch besser als den normalen Weihnachtsmann von Schleich, muss ich sagen. Dieser Schlumpf, der hier eigentlich noch am schlechtesten Zustand ist, gehört zu der Stierkrampf-Serie aus Spanien. Mittlerweile werden diese Figuren auch noch nachgemacht, also quasi eine Fälschung von der Fälschung, weil diese spanischen Torero eigentlich auch relativ hoch im Preis sind, aber dadurch, dass er halt doch schon in diesem Fall doch sehr, sehr schlecht aussieht, kann man zumindest davon ausgehen, dass es doch ein Original ist. Um jemanden absichtlich, um, ich sage jetzt mal, eine Menge Geld zu betrügen, wäre der Zustand einfach zu schlecht. Da gibt es auch noch ein paar andere Torero. Ich muss mal schauen, ob ich noch so ein, zwei Stück habe. Auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Serie. Es gab diese Torero sogar mal als Diorama oder als Sammelpack. Die habe ich, glaube ich, in meiner Sammlerkarriere auch bisher erst ein, zwei, dreimal gesehen, dass sie überhaupt zum Verkauf stand. Aber das sind natürlich dann wirklich schon hochpreisige Sachen, wenn du da wirklich mal ein komplettes Set mit Stier und mit Arena findest.
Daneben haben wir unser Cowgirl, allerdings ist hier anscheinend der obere Teil des Lassos abgerissen. Also eigentlich hat dieser als Sammlerobjekt so gut wie keinen Wert mehr. Leider. Und dann haben wir hier daneben noch eine Art des Schornsteinfegers, der auch ganz charakteristisch für diese spanischen Figuren ist. Ob allerdings die spanischen Schornsteinfeger in dieser Form auch noch eine Leiter oder irgendwas anderes in der Hand hatten, weiß ich gar nicht so wirklich. Weil du findest ihn eigentlich so gut wie ausschließlich nur ohne alles in der Hand. Insbesondere bei diesen Toreros musst du eben aufpassen, dass dort die Bemalung beispielsweise nicht glänzend ist. Sofern du eine Fälschung oder generell eine Figur siehst mit extrem glänzender Bemalung, würde ich schon mal hellhörig werden. Also so sollten die im Normalfall eigentlich nicht aussehen. Die Figuren im Allgemeinen sind doch relativ matt gehalten und dadurch, dass sie halt auch schon 30, 40, zum Teil auch 50 Jahre alt sind, kann es halt nicht glänzen wie am ersten Tag. Das geht eigentlich schon mal gar nicht. Weil das Material altert ja auch mit. Ja, diesen Stierkämpfer würde ich natürlich auch noch mal gerne innerhalb von meiner Sammlung ersetzen. Allerdings ist wieder die Frage, zum einen, wie teuer ist diese Figur und zum anderen, wo bekommt man die überhaupt her? Ja, wieder mal eine nächste Reihe der spanischen Comic Non-Toxico Figuren. Bei diesen ganzen Figuren, die ich jetzt hier zeige, würde ich sagen, hat keiner diesen Aufkleber. Ich habe allerdings noch vereinzelt ein paar Figuren mit diesem goldenen Aufkleber. Die werde ich auch nochmal gesondert zeigen. Und diese Figuren, wie zum Beispiel der Gargamel mit den Gläsern oder eben der Bäckermeister oder die Rollerskate-Schlumpfine, die heben sich halt auch relativ wenig ab von der normalen Schleichfigur. Ich weiß zum Beispiel, gibt es diese Rollerskate-Schlumpfine auch nochmal in einem rosa Kleid als spanische Variante. Diese habe ich allerdings auch nicht. Auch wenn man hier sieht, die Augen des Gargamels sind doch sehr, sehr groß. Also das wäre so bei Schleich, glaube ich, nicht drin gewesen. Und auch hier doch etwas grob bemalt, auch gerade wenn wir uns die Zähne so angucken. Und ich hatte ja auch gesagt, dass diese Figuren, wenn man sie mal findet, insbesondere dann selten sind, wenn sie sich von der Bemalung her von der Standard-Schleichfigur eigentlich absetzen. Hier haben wir mal ein Beispiel als Kicker. Dieser Kicker hat halt nicht wie bei Schleich ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose, sondern eben ein rotes T-Shirt. Das ist natürlich absolut ungewöhnlich. Ich habe auch gesehen, laut Katalog gibt es auch eine Schleichvariante, die so aussehen soll. Allerdings hat man hier keine Schleichprägung drauf, sondern eben, wie das bei diesen Comic Non-Toxico Figuren üblich war, eben wirklich nur diese Figur mit diesem Aufkleber, der dann eben über die Jahre in der Regel verschwunden ist. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass 80-90% dieser Figuren von der spanischen Produktion, die diesen Aufkleber hatten, eigentlich diesen mittlerweile nicht mehr haben, weil es eben Leute gab, die diesen Aufkleber abgerissen haben oder eben, dass diese Sache eben komplett beim Sauermachen entfernt worden ist. Da hatte ich auch schon mal Geschichten gehört, dass es dort Leute gab, die haben dann diese Aufkleber, die dort unter diesen Figuren waren, also generell nicht nur diese spanischen, sondern auch alle anderen abgemacht. Das sollte man natürlich als Sammler möglichst vermeiden. Es geht halt auch wirklich darum, diese Figuren im Originalzustand zu erhalten und da würde ich dann eben keine Aufkleber, die sich unter diesen Figuren befinden, irgendwie noch explizit abmachen. Aufkleber sind ja nicht Teil des Schmutzes, es ist ja wirklich ein Teil der Sammlergeschichte, dieser Figur entsprechend. Und wenn man eben eine Comic Non-Toxico Figur hat, auch wenn sie halt relativ normal aussieht, wie der Bäckermeister beispielsweise, hat man eigentlich schon mal einen bedeutend höheren Wert, als wenn man die gleiche Figur ohne diesen Aufkleber dort verkauft. Man muss halt auch immer mal gucken,
wie sich eben diese Figuren als solches immer so ein bisschen erhalten haben, weil es sind halt doch immer Farben, die dann nicht so wirklich widerstandsfähig sind und die dann doch leichter abbröckeln als zum Beispiel die Schleichbemalung. Und gerade auch diese Schlumpfine auf Rollerskates ist doch relativ anfällig, was jetzt Abstoßungen betrifft, weil ja nun doch die Arme relativ weit rausragen aus der Figur an sich. Und das ist natürlich auch sehr abstoßungsgefährlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.